Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 18 The Journey 2 Hunter Returns. Weiter geht's mit Alex Hunter in der Bundesliga beim FC Bayern. Wir sind immer noch auf Platz 2, 4 Punkte hinter Dortmund, hat aber ein Spiel vor, Sprung. Und deswegen, versuchen wir jetzt gegen Augsburg natürlich den nächsten Dreier einzufahren. Letztes Spiel leider nur ein Unentschieden, aber wir kriegen das hin. So. Ach verdammt, jetzt wollte ich doch gucken. Jetzt habe ich es vergessen, nicht gesehen. Gucken wir uns kurz vorher mal an. Wir haben 3813 Follower dazu gekriegt. Sehr schön. Und jetzt werden wir nicht so rumdödeln, sondern werden mal auf Sieg spielen. Die Fans können es kaum noch erwarten und wir auch nicht. Bundesliga-Fußball steht auf dem Programm. So ist es, Wolf. Und da sind wir natürlich live dabei. Das lassen wir uns nicht entgehen. Heute freuen wir uns auf das Spiel FC Augsburg gegen den FC Bayern. Im Moment sind die Bayern der Liga entwachsen, oder Buschi? Ja, das hat man sich hart erarbeitet. Da müssen die anderen erstmal schauen, wie sie irgendwie mithalten können. Aber ich sehe durchaus schon die ein oder andere Mannschaft, die den Bayern gefährlich werden kann. Ausruhen dürfen sich die Münchner nicht. Das stimmt, ausruhen dürfen wir uns nicht. Oh, jetzt komm! Und da ist sie, die Startaufstellung des FC Augsburg. Sie spielt Hunter! Ja! So wünschen wir uns das! Nach Delle-Vorlage! Jo, so kann's weitergehen. Bam! Nach Delle-Vorlage, super Ding. Und guckt euch jetzt mal an, oben rechts, wie doll der Balken jetzt vollgegangen ist. Schönes Ding. Keine Überraschung hier, dass die Bayern vorne liegen. Der Partnerbalken, wie der hochgegangen ist. Hinteregger. Nicer Scheißer. Aber was macht Delle auch da vorne? Wird's jetzt gefährlich. Cool. Eiskalt mal das Bein hingehalten. Hunter. Da ist die Flanke. Oh. Alexander macht das Tor. Da, die beiden, da sind sie. Nicer Scheiße. Das sieht nie so gut aus bei einem Eigentor. Aber was willst du da machen? Du war doch kein Eigentor. Irgendwie das Gegentor verhindern und dann passiert's. Das geiles Ding, ey. Ausgebaut. Mal sehen, ob zweimal so Hunter. Hab ja gesagt, jetzt spielen wir auf Sieg und nicht mehr so rumdödeln. Jetzt Hinteregger. Bis jetzt läuft's. Katscher. Mit dem Ball am Fuß. Noch eine Delle-Vorlage wäre ganz krass. Den Ball holt er. Und Ribéry. Flanke auf Lewandowski. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Den Ball leitet er weiter. Robben jetzt am Ball. Was macht er? Guter Steilpass. Stark gemacht. Aber schöne Vorlage wieder. Der Eckball wird ausgeführt von Arjen Robben. Wie er den schubst. Robben mit der Ecke. Der kommt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Thiago Alcantara. Dele Alli. Ärgerlich. Dele Alli. Das war eine gute Möglichkeit. Klasse Aktion. Komm schon. Super Pass. Ist nicht wieder eins das reinkriegen. Das wird gefährlich werden. Das gibt Abstoß. Puh. Er passt schade. Auf und holt sich der im war wirklich schlecht. Ball. Mats Hummels jetzt. Da hatte Robbe aufgepasst. Jetzt. Thiago jetzt. Dele. Sauber vom Ball getrennt hier. Kuh.
Oh shit. Er versucht. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das sieht Neuer schon im Ansatz. Gutes Stück vorbei. So, sieht doch schon mal bis jetzt ganz gut aus. Thiago. Lewandowski. Alex Hunter. Lewandowski. Die Defensive steht. Stellt er sich genau dazwischen? Scheiße. Bayer. Nimmt ihr mal jetzt den Ball da weg. Super dazwischen gegangen. Jetzt Alexander. Ach, schade. Weg ist der Ball. Zusammenspiel mit Dele muss besser werden. Und jetzt Lewandowski. Dele Alli, die Riesenchance. Ja, nach Dele-Vorlage. Tor, Hunter macht das dritte. Den bekommen sie heute überhaupt nicht in den Griff. Was für eine Leistung. Dreierpack. Und mit dem Tor ist der Dreierpack perfekt. Richtig stark. Und Dele Alli Vorlage, zwei Stück. Wirklich in den Griff. Ja, ich muss mit mehr mit dem Dele Alli spielen. So ein eindeutiges Spiel. Jetzt müsst ihr mal drauf achten, den beziehe ich die ganze Zeit schon mega mit ein. Kovalev. Weil wenn der mit vorne ist, dann knallt's auch. Weil der ist auch richtig gut. Alex Hunter. Jetzt Arjen Robben. Ach, kacke. Voll eine glatte 10 und Buddy-Balken ist auch voll. Kimmich. Buddy-Balken. Ja, so nenne ich den jetzt immer, den Buddy-Balken. Jetzt Robert Lewandowski. Dele. Schussversuch. Gutes Zusammenspiel mit Dele. Ja. Da gibt er zu Recht Freistoß. Das habe ich doch gesehen. Dele. Da kann er ihn stoppen. So, jetzt wieder aufpassen, sonst ziehen die mich wieder ab. Achtung jetzt. Alaba. Ich sag's mal so, David Alaba weiß im Moment noch gar nicht, wie gut er wirklich ist. Ja, also taktisch, ja, also athletisch ist er eh schon top. Seit einiger Zeit versucht er sich aber auch noch als Distanzschütze, vor allem bei Freistößen. Und das, ja, muss man sagen, auch erfolgreich. Schöner Pass. Dele Alli, die Riesenchance. Junge, war das knapp. Ah, da können sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren sie doch noch zur Stelle. Schade. Hätte ich ihm gegönnt. Dem Dele. Bayer. Ich denke Augsburg. Wird das eine Torchance? So, jetzt kommen wir jetzt. Dele Alli. Alex Hunter. Klasse Aktion, Ball ist weg. So, weit hinten kennen wir ihn eigentlich gar nicht. Ungewohntes Bild. Ja, chill mal. Cool. Und den spielt er gleich wieder zurück. Jetzt macht er aber eine Passparade hier. Kujacul. Und da ist der Ball wieder weg. Dele Alli jetzt. Ja, da ist Platz jetzt. Schuss! Und der geht rein! Tor! Alexander! Junge, das ist eine Dele Alli-Parade, ey. What the fuck? Was meinst du? Und ich heul die ganze Zeit rum, man kann gar nicht mit den beiden zusammenspielen. Aber seht ihr das, wenn man das mit Absicht macht, also wirklich den Dele von hinten nach vorne holt, nur mit Doppelpässen so, dann funktioniert das. Jetzt haben wir es durchschaut. Junge. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. Ja, dann machen wir gleich am besten noch eine. Kimmich. Eine Vorlage. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Ribéry leitet den Angriff ein. Dann Kayubi. Haben wir schon 4 Stück.
Wir brauchen ja 6 insgesamt. 6 Tore jetzt nach der LA-Vorlage. Kuh, da hat dann doch. Geile Kiste, ey. Die erste Hälfte war ganz schön einseitig. Mal sehen, ob es jetzt mehr Gegenwehr gibt. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Und Hunter. Der war schlecht. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Jetzt Robin. Ah. Das war einfach. Und er hat den Ball. Nicht so viel durch die Mitte. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Macht er ihn! Ribéry. Und Thiago. Viel zu hören ist hier nicht mehr von den Rängen. Entspricht aber auch ein Stück weit der Leistung der Mannschaft. Ne? Jetzt vielleicht. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Eine super Leistung in Durchgang 1 von ihm. Sensationelle erste Hälfte von ihm. Überhaupt nicht zu halten von den Gegenspielern. Und jetzt vielleicht. Robben geht nach vorne. Ach Mann. Passspiel muss ankommen, Diggi. Katscha. Das muss ankommen. Robben. Dele. Wird da was draus für die Bayern? Schade. Und da kann er klären. Muss man vielleicht auch gleich mal abziehen. Gute Ballführung. Von weiter das will er jetzt alleine machen. Er ja, das will er echt alleine machen. Das will er echt alleine machen. Schussversuch. Ribéry. Gutes Pressing jetzt. Da verlieren sie den Ball. Das macht er gut. Das war eng, aber er hat ihn. Mann. Katscha. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Wird's jetzt gefährlich? Gute Aktion. Hummels. Thiago. So, jetzt haben wir Dele Alli schon mal vorne. Schade. Gut geklärt, das war wichtig. Es gibt Einwurf für den FC Bayern. Boah, so viele Dele Alli-Vorlagen wie möglich. Jetzt bekommt er seinen Abgang. Super Spiel und jetzt hat er Feierabend. Ständig präsent, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Tolle Leistung. Und Ribéry. Kimmich. Und jetzt ein Schuss. Latte, aber die Chance lebt noch. Abseits Dele Alli. Vor allem, ich bin wieder durcheinander. Was heißt denn, du hol dir Vorlagen? Klasse Aktion da. Soll ich eine Vorlage machen? Ja, war ich soll mit Hunter Vorlagen Kommt machen. Kommt jetzt die Flanke rein. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Gut verteidigt. Komm, geh ab, Frank. Frank Ribéry. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Ganz schwer vom Ball zu trennen. Thomas Müller. So, das war's für ihn. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie und gönnt ihm den Beifall. Und das völlig zu Recht. Er hat heute wirklich eine klasse Leistung gezeigt. 20 Minuten haben wir noch auf dem klasse Pass. Der kommt. Da kommt die Hereingabe. Robben. Und Hunter. Jetzt können sie vielleicht kontern. Come on. Robben. Scheiße. Und das ist der Ballverlust. So, ich soll jetzt Hunter Vorlagen machen. Okay, gucken wir mal. Robben. Die Bayern im Vorwärtsgang. Gutes Tackling hier. Macht er ihn! Schade. Kovalev.
Super dazwischen gegangen. So, Hunter. Jetzt vielleicht mehr Alexander. Ach so, weil Müller drin ist, oder was? Dass wir Müller, Hunter... Daniel Opare. Ja, dass wir Müller, Hunter Vorlagen geben. Thiago jetzt. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Das war einfach. Und er hat den Ball. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Robben. Alex Hunter. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Kommt der nicht durch. Ball im Aus, Einwurf für die Bayern. Naja, schafft man nicht. Jetzt gibt es hier den Wechsel. Hunter. Thomas Müller. Mein lieber Schwan, das war gefährlich. Im Strafraum kann das auch schnell Elfmeter geben, aber es ist gut gegangen. Hat auch einen Ball gespielt, alles gut. Klasse Aktion, Ball ist weg. Alexander jetzt. Und da verlieren sie den Ball. Glatte 10 und noch vollen Pro-Balken, richtig gut. Jetzt ist der Ball dort auf weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Jetzt Thomas Müller. Come on. Das macht er gut. Come on, Junge. Come on. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Heller. Heller. Katscha. Heller von Sinn. Finn Bogason. Das könnte die Chance werden. Er nimmt ihm den Ball ab. Schade. Das Spiel ist zu Ende. Aber 4-0 ist easy going. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Mit diesen vielen Treffern hat er seine überragende Form der letzten Zeit bestätigt. An die. Und da ist sie, die Startaufstellung des FC Augsburg. Sie spielt Hunter! Hunter! Richtig geil. Gutes Spiel, Leute. Gutes Spiel gegen Augsburg. Das war eine richtige Hunter Daily Show. Die Hunter Daily Show. So, jetzt haben wir noch das Training vor uns. Das Training. Hoffentlich nicht wieder Abwehr. Abwehr kann ich nicht. So. Schauen wir mal. Zweimal Social Media haben wir. Alexander hat getroffen. Und Bayern holt sich den Sieg. Und einer der Hauptgründe ist die Leistung von Alexander. Das kann man leider bei dem Spiel überhaupt nicht abstreiten. Und wir sind nur noch ein Punkt hinter Dortmund. Und wollen die natürlich kriegen. Hier gucken wir unsere Partnerleistung an. Die hat schon den nächsten Strich erreicht. Sehr schön. Jetzt fehlt nur noch Sturmduo und Telepathie. So, und wir unten bei Aufgaben. Sehen wir denn, wie viel wir da schon erreicht haben? 4 von 6. Okay, das schaffen wir noch. Komm. Erziele mit dem Sturmpartner die maximale Partnerschaftswertung. 10. 10. Wo sehen wir denn die Beschreibung, wie viel das sind? 5 von 10 haben wir jetzt. Da, Wert. Ne, Wert ist der von Hunter. Und Vertrag ist der Vertrag, den wir haben. Keine Ahnung. Wir haben die Hälfte. So, Training. Irgendwas Fortgeschrittenes haben wir gerade gesehen. Gucken wir doch mal. Dieser Club hat schon immer zur Elite gehört. Und die Elite trainiert härter als alle anderen. Klarer Fall. Los jetzt. So, Elfmeter. Fortgeschrittener Elfmeter. Elfmeter ist auch so ein Ding, das kann ich nicht so gut. Leider. Aber wann schießt man schon mal einen Elfer? Der war gut. Oh, der war auch gut. Wer nicht? Oh, der auch nicht. Drauf! Schade, ich treffe das Ding nicht. Jetzt wollen wir nochmal oben.
Andiamo, andiamo! Ja, aber es kriegt auf jeden Fall ein A. Schon mal sehr gut. Ja. Geil, jetzt müssen wir die Trinkflasche treffen. Ey! Trefft ihn nicht. Zu hoch. Forza! 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 South Park! South Park! Forza! Forza! So. Das nächste. Das kennen wir. Ne, kennen wir nicht. Voller Einsatz! Schönes Ding. Oh. Hoppala. Gleich mal übelste Punkte verschenkt. Schade, das machen wir nochmal. Da wollen wir das A und dann kriegen wir auch das A. Präzise Pässe! Ja, ja, Chef, Chef, präzise Pässe, Pässe. Oh nein, Mann! Ich will mal dann überspringen. Sie mir alles geben! Mist, ey. Och komm. Hat's das nicht gewertet? Run, run, run! Alter, machst du jetzt den Stolper, Gomez? Einsatz, ich will Einsatz! Jetzt aufhören, X zu drücken. Kennt ihr das? Man will die Kamera überspringen sozusagen und drückt dann X und dann wird's schon fürs nächste Mal übernommen. Das ist so schlecht. Oh, gehalten. Los jetzt! Los jetzt! Oh. Daneben. Drauf! Naja, trotzdem A. Huh. Junge, 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 Junge. Naja. So, was haben wir verbessert? Reaktion, Abschluss und Elfmeter. Sehr schön, sehr schön. Ab geht da. So this is the secret to our success. You training all day, every day. Ich muss fit bleiben. Meine Ballkontrolle muss super sein, wenn ich mit dir mithalten will. You're looking all right out there to me. Sometimes things just click. Ja, stimmt. Aber es soll auch so bleiben. Think you can do it faster than me? Träum weiter. Lass es uns rausfinden. Ich glaube ja nicht. Träum weiter. Sicher doch. Steaks? Ein Essen. Some Thai food. Wie du meinst, du zahlst am Ende eh. Na los. Sehr geil. Richtig gut. Finde ich cool, dass die beiden jetzt so ein bisschen integrieren. Ich weiß nicht, mich würde es interessieren, ob die das auch gemacht hätten, wenn wir jetzt nicht so gut gewesen wären. Also im Spiel, wenn die nicht so gut harmonieren würden. Oh, da hing er fest. Ah, den ziehen wir ab. Den Ellie, 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 Dally, Ellie. Oh, Pfosten. Ah, easy going. Liegt das jetzt wirklich daran, dass die beide
dem Spiel so gut miteinander harmoniert haben? Oder wäre das sowieso irgendwann gekommen? Das würde mich mal interessieren. Können wir vielleicht die Leute beantworten, die das selber schon gespielt haben? So. Bayern-Fans verlangen Leistungssteigerung, das haben wir ja schon gesehen. So, gucken wir mal. Na, ein bisschen kam dazu, sehr schön. So, an der Stelle machen wir aber erstmal einen Kitty-Cut und sehen uns morgen zur nächsten Folge. Lasst mal ein Däumchen da, den hier. Den. Und wir sehen uns dann morgen. Bis dahin, ciao.